Tag, mein Name ist Marwege. Renata Marwege, unterwegs in Grünau, einem Stadtteil von Chemnitz. Kampf um jede Stimme. Ich bin von der SPD. Ich trete hier an für Ich hab dafür gute Interesse. Vielen Dank. Vielen Dank. Renata Marwege, Co-Vorsitzende der SPD Chemnitz, ist seit Juni im Stadtrat. Für die Landtagswahlen steht sie auf Listenplatz 13 ihrer Partei. Der Wahlkampf ist mühsam. Ich würde Ihnen gerne was zu lesen mitgeben. Oh, warum? Da darf man fragen. Es gibt nur Bitter, das muss ich zeigen. Okay. Was denn? Ich gucke schon vor keine Nachrichten, weil das alles sinnlos ist. Ja, was denn konkret? Das ist eher noch wie der andere. Ja, aber mich kennen Sie doch noch gar nicht. Nee, Sie kenne ich nicht, aber das... Ja. Wer für sowas Werbung macht, dann... In den Umfragen liegt die SPD in Sachsen bei 6%, muss nun um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Schuld daran seien auch wie zuletzt wieder die ständigen Streitereien in der Ampel. Es ist nicht in Ordnung, dass Lindner, nachdem man sich gerade geeinigt hat, schon wieder 5 Milliarden in Frage stellt, von denen er sich nicht sicher ist, ob die verfassungsrechtlich so durchgehen werden. Dazu gab es auch in den eigenen Reihen immer wieder Kritik an Kanzler Scholz. Er entscheide zu zögerlich, würde vor allem mit den Ostdeutschen zu wenig kommunizieren. Hier verteidigen sie ihn, bei seiner Vorgängerin sei es auch nicht anders gewesen. Wir hatten vorher eine Bundeskanzlerin, ich glaube, die war relativ ähnlich, dort haben wir das alles gemocht. Er wägt halt ab, ne? Er muss zwischen drei Parteien mit zwei Extrempolen verhandeln, austarieren und ich denke, das macht er gar nicht schlecht. Noch ein bisschen flyern und dann der letzte Hausbesuch für diesen Tag. Frank Langer, schon seit langem der SPD wohlgesonnen. Das Wahlverhalten seiner Landsleute macht ihn ratlos. Normalerweise müsste der Osten doch ihrer Partei mehr zusprechen als allen anderen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die rennen zur AfD nicht. Das sind die blöden Nörgler normalerweise, aber unter der erzgebirgischen Sturkeppe. Keine Versprechungen oder scheinbar einfache Lösungen. Mit Sachthemen versucht die SPD zu punkten, lädt Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach Chemnitz ein. Zusammen mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping beantwortet er Fragen zu Krankenhausreform und Apothekengesetz. Besser vermitteln, was die Ampel bisher geschafft hat, das wünscht sich Renata Marwege. Wir hatten ja die Respektserzählung im Bundestagswahlkampf. Ich glaube, wir haben alles, wirklich alles dafür getan, zum Beispiel durch die Inflationsausgleichsprämie, durch die Energiepreisbremse, Strompreisbremse. Das ist nicht angekommen und das ist bedauerlich. FDP-Wahlkampf in Thüringen. Auf dem Markt in Weimar ringen sie um Stimmen. Haben Sie noch Fragen? Ja, genau. Ja, das gemacht. Gemacht. Angelika Hampicke, FDP-Stadträtin und Kreisverbandsvorsitzende. Zur Landtagswahl kandidiert sie auf Listenplatz 25. Chancenlos. Wahlumfragen sehen die schon seit Jahren schwache FDP in Thüringen bei unter 3%. Das schlechte Image der Ampel bekommt auch Hampicke im Wahlkampf zu spüren. Die Stimmung an sich ist schlecht. Die Bürger fühlen sich, ich denke, das kommt eher wirklich von der Bundespolitik, sie fühlen sich nicht mitgenommen, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Doch viele Wahlkämpfer hier sind sich einig. Ohne FDP stünde die Ampel noch schlechter da. Wenn die FDP nicht in der Bundesregierung drin wäre, wären gewisse Gesetze, da nenne ich jetzt persönlich zum Beispiel den Klassiker, das Heizungsgesetz, wäre deutlich schlimmer geworden, als es jetzt geworden ist. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der echt von Wirtschaft keine Ahnung hat, das muss ich so sagen. Ja, und wir haben hier einen Liberalen, der wirklich in der Wirtschaft, der an der Basis steht. Sie meint Thomas Kemmerich. Hallo, grüß dich. Ladies. Im Landtagswahlkampf setzt die FDP alles auf ihn, inszeniert ihn als Macher. Zum Wahlmobil zieht das heute wenige. Die FDP bleibt meist unter sich. Vor allem Touristen sind unterwegs. Wie kommt die Kampagne an? Mich stört die Aussage, die da steht. Hat schon gearbeitet, bevor er mitgeredet hat. Alle anderen haben nicht gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Bevor ich Kritik übe, bevor ich Politiker werde, das finde ich vermessen. Meine Stimme hätten Sie, Herr Kemmerich. Ich bedauere es sehr, dass Sie nicht mehr Ministerpräsident sind. Kemmerich polarisiert, auch in der eigenen Partei.
Seit seiner umstrittenen Wahl zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD hat ihm der Bundesvorstand die Unterstützung entzogen. Wir haben eine Stimmung, wo auch Leute sagen, kann ich eigentlich Christian Lindner damit ärgern, Thomas Kemmerich zu wählen? Wenigstens über die 5%-Hürde kommen. Das hoffen auch die Grünen im Saale-Orla-Kreis. Caroline Jobst und Pascal Zillmann unterwegs in ihrem Wahlkreis. Darf ich eine Information zur Landtagswahl dalassen? Ja, können Sie mir dalassen. Alles klar. Ist das eine Option, die Grünen zu wählen? Nein. Warum nicht? Nee, weil ja, ich muss jeden Tag Auto fahren. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Also ich bin selber aufs Auto angewiesen. Ich komme vom Dorf, ich könnte sonst nicht einkaufen gehen. Ja. So ist es halt. Und ich glaube, was unser Anspruch deswegen als Grüne eben ist, ist, dass wir eben Bus und Bahn ausbauen. Caroline Jobst im Kreisvorstand im Saale-Orla-Kreis. Die Studentin kämpft als Direktkandidatin und auf Listenplatz 7 um den Einzug ins Parlament. Wie sind ihre Chancen? Laut Umfrage steht die Partei in Thüringen nur noch bei 3%. Prognosen, die selbst Stammwähler dazu verleiten könnten, eine andere Partei zu wählen. Über die 5%-Hürde glaube ich nicht, dass sie das schaffen. Und deswegen würde ich lieber eine andere Partei wählen, wo ich dann weiß, dass dies in den Landtag schafft. Ich glaube, dass gerade diese jetzt neue Umfrage von 3% schon viele verunsichert. Er will seine Entscheidung noch einmal überdenken. Die Grünen in Thüringen müssen vor allem ihr eigenes Wählerklientel mobilisieren. Caroline Jobst meint, die Partei sollte ihr Profil schärfen und mit sozialen Aspekten verknüpfen. Ich glaube halt, dass die Grünen wieder glaubwürdig irgendwie ein Ziel verfolgen müssen und dem dann auch konsequent treu bleiben müssen und eben nicht immer dann versuchen, irgendwie Kompromisse noch zu argumentieren, sondern da wieder eine klare Linie zu finden. Genau, und die am besten progressiv und anpackend ist und nicht CDU, aber mit ein bisschen Grün dran. Wahlkampfauftakt in Erfurt mit Musik aus der Ukraine. An den bundespolitischen Themen kommen sie auch hier nicht vorbei. Das Spitzenduo der Grünen in Thüringen, Madeleine Henfling und Bernhard Stengele, ärgert die schlechte Stimmung im Land. Alles ist schlecht. An allem ist die Ampel schuld und die Minderheitsregierung auch. Und das finde ich aber tatsächlich so ein bisschen dünn, weil so einfach ist es nämlich nicht. Welches Land außer Deutschland gibt es, das den Leuten für den Einbau einer neuen Heizung 70% Unterstützung gibt? Das ist das furchtbare Gesetz von Robert Habeck. Ein Wahlkampf für SPD, Grüne und FDP, bei dem die Themen im Land oft nur am Rand eine Rolle spielen.